So, meine lieben Knechen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogürchen Popöchen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das hier einigermaßen läuft, die ganze Geschichte, weil es ist so, dass mir das eben gerade ein bisschen zusammengebrochen ist. Sieht aber gut aus und wir lassen uns jetzt, ja, lass uns beginnen, ne? Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben uns mit Peter bequatscht. Ich glaube, wir sind aber auch noch dabei, uns mit Peter weiterhin zu bequatschen. Mal gucken, wie wir uns bequatschen können. Du hast 300 neue ergeben, die Neuigkeit, das Neueste zum Spiel, extra Schokolade. Hast du nicht gerade Lust auf Schokolade? Dann hol dir unser Angebot für 50%. Ja, nö. Okay. Es ist deshalb, stimmt's? Genau. Was ist denn? Diese ständige Traurigkeit in deiner Musik. Ja, sicherlich, ey. Kommt es auch mal vor, dass du dich voller Lebensfreude fühlst? Die Musik ist hier für mich das Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Ich empfinde hier sehr viele Freude, wenn ich hier komponiere. Was ist deine Inspirationsquelle? Ich sehe dich hier vor meinem innerlichen Auge. Und ich denke an deine Frau, die vielleicht früher ich hätte lieben können, wenn ich meine Melodien komponiere. Um ehrlich zu sein, sprudelt es einfach die Noten aus diesem Kopf heraus. Er lächelt mich amüsiert an. Ich laufe ein bisschen rot an. Tut mir leid, falls du findest, meine Melodie zu traurig sind, aber ich kombiniere keine Tanzmusik oder will damit cool sein oder sowas. Ich mache ein finsternes Gesicht. Ich versuche ihn zu beruhigen. Doch, Peter, der läuft richtig runter, Kollege. Der ist gut. Das meine ich nicht. Deine Kompositionen sind einfach fantastisch. Aber du hast mir auf eine nette Art gesagt, dass man, wenn man ihnen zuhörte, sich am liebsten von der Brücke stürzen mochte. Nö. Ich gebe ihm einen leichten Stoß und muss schmunzeln, weil er mich so spöttisch anguckt. Überhaupt nicht. Ganz objektiv gesagt hast du ein riesiges Talent. Aber natürlich, und dass du hast ganz am Ende des Ganges gewohnt, ist hier natürlich hier keine Zeichen. Genau genommen wohne ich nicht ganz am Ende des Ganges. Das ist ja auch noch diese mysteriöse Tür. Oh ja, die würden wir auch gerne mal wissen, was es ist. Peters Lächeln verschwindet und er dreht sich seinem Klavier zu. Er beginnt wieder zu spielen und hofft sicherlich, dass ich ihn nicht weiter dazu ausfrage. Wahrscheinlich. Da kennt er mich aber schlecht. Peter, was ist dort in diesem Raum? Er zuckt mit den Schultern, als wäre das gar nichts von Bedeutung, als würde ich da etwas aufbauschen. Komm schon, ich weiß, dass es da etwas gibt. Deine Brüder waren alles andere gut gelaunt, als ich die Treppen herunterlaufen wollte. Jetzt ist er wirklich aufgebracht. Aber warum musst du immer überall rumschnuffeln, obwohl da gar nichts siehst und verbeißt dich dann in irgendetwas? Meine Brüder wollen nicht, dass man mit dieser Treppe benutzt, weil sie ganz einfach gefährlich ist. Ändere aus und aus die Maus, der por favor. Ich hake nach. Ich habe keine Lust mehr, gegen ihn anzukämpfen. Ich hake nach, klar, komm. Echt? Also, ich hatte eher den Eindruck, dass sie etwas verbergen wollen. Das hieß sie einfach nur eine riesige Lagerraume, in denen wir eh nie gehen. Dort hier unten gibt es ja nicht einmal Lichte. Ja, warum denn nicht? Da wohnt Daddy. Da hat er seinen Sarg unten stehen wahrscheinlich oder sowas in der Richtung. Was ist das denn da? Okay, ja. Ich würde es ihm ja gerne glauben, wenn nur sein Text nicht so klingen würde, als hätte er ihn einfach nur auswendig gelernt. Ich tippe mal, dass seine Brüder schon vorbeigekommen sind, um ihn einzuordnen und ihm zu sagen, was er tun und lassen soll. Ich werde es mal sehen müssen. Ich halte mich an etwas, was man mir sagt. Ach, guck mal rein. Dass du mir nicht davon erzählen willst, ist okay, aber hör bitte auf, mich für dumm zu verkaufen. Er seufzt. Ich seufze. Sahnetrüffelchen, vergiss sie das einfach, okay? Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Du ziehst deine komische Schlüsse draus. Okay, jetzt müssen wir wieder puzzeln, okay? Machen wir diese und dann machen wir sehr viele Amore. So. Genau das wird es sein. Aber warum musst du immer davon ausgehen, dass sich irgendwo deine geheimnisvolle Dinge abspielen? Versuchst du so etwas Schwung in dein ruhiges Leben zu bringen? Er wollte damit vielleicht eher langweilig sagen. Oh, tut mir leid. Muss ich dich aber daran erinnern, dass ihr Vampire seid und ich eine Zauberin, da würde ich mich jetzt schon mal interessieren, wo genau mein Leben normal ist.
Aber nur, weil wir der Anneste sind, den musst du uns ja nicht gleich verteufeln. Ne? Ja, ihr seid Teufelsmenschen. Wir sind hier keine Monster, also höre mit deiner verquerten Vorstellung auf. Doch, ihr seid Monster, ihr frisst Menschen. Also, hä? Natürlich. Also, die ja nicht angeblich, ne? Das sollen die uns das mal nachweisen, dass sie keine Menschen aufessen. Aber sie fressen Menschen, natürlich. Die Rasse Vampir frisst Menschen. Aber es saugt sie aus halt. Ich tue naiv. Es bringt nichts, so gemein zu sein. Ich bin einfach nur neugierig. Und das sind deine großen Probleme. Ich bin weiter überzeugt davon, dass Peter genau wie seine Brüder etwas zu verbergen hat. Ich werde dieser Sache schon noch auf den Grund gehen. Bis dahin ist es sicher besser, einfach das Thema zu wechseln. Okay, tut mir leid. Ich wollte dich nicht bedrängen. Tschüss. Er klimpert ein paar falsch... Hat? Schon wieder Google sich eingemischt. Sagt einfach kein Ding. Er klimpert einfach ein paar falsche Töne und dreht sich wieder um. Er ist nicht zornig auf mich, sondern nur ein bisschen genervt. Und das war schon wieder. Meine Fresse, was ist hinter dieser Tür? Ich will jetzt langsam wissen, Mann! Okay, Kinderchen, aber das war's wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao mit V und schön mit Ö und tschü mit Ü und